du erwartest denn hier? Wir fahren gerade zurück von Royce in Rimini. Wir haben ja bis Montag gebucht, waren gestern noch ein bisschen feiern, ein paar Leute kennengelernt. Live Club hieß das Ganze, ne? Ja. Und ja, jetzt haben wir uns so gedacht, gestern schon, wir buchen mal noch ein Hostel in Salzburg, weil der Weg sonst zu anstrengend wird, wieder 15 Stunden zurück. Und haben dafür den Montag halt noch mehr Zeit, um was zu erleben. Zum Strand wollten wir nicht nochmal, weil sonst wären wir nicht aus dem Knick gekommen. Essen wollten wir auch nicht nochmal, haben zu viel gegessen in letzter Zeit. Wir haben uns in der Kaufhalle eingedeckt für die Fahrt und machen jetzt nach Venedig. Und ja, das ist jetzt ja sozusagen der Zusatzflug. Hat nichts mehr mit der Weißnis zu tun. Ist mehr oder weniger unsere Heimfahrt und vielleicht kann ich euch noch ein paar Impressionen aus Venedig mitbringen. Ja, gerade versuche ich hier irgendwie im Auto noch ein paar Videos zu schneiden. Gerade bin ich am Deckprofil von Alexander Hutsch dran. Mal schauen, ob ich das hier so hinbekomme ohne Maus und immer Gewackel vom Auto. Sorry. Nee, das Auto ist ja gut. Du auch. Aber es ist halt nicht so komfortabel wie jetzt am Tisch, ne? Ja. Aber es geht schon irgendwie. Es brennt noch. Tja. Sag mal. Es geht, ja, Auto zu schneiden, aber es ist schwierig, weil man das erst bei diesen ganzen Tastenkombinationen dranbringen muss. Aber ja, gut, fertig mit allem. Jetzt können wir hoffentlich nach Venedig fahren. Wir hatten gerade ein bisschen Stau, weil es ist auch warm hier drin. Wo ist Klimaanlage, Leute? Und Jungs, kommt ihr klar da vorne mit eurer Musik? Thüringer Grüße. Die nerven mich hier mit Cantina Band und Thüringer Grüße und irgendwas noch. Naja, gut. Ich hoffe, dass... Das ist das Auto. Kurzer Abstecher zur Formel 1 Strecke in Imola. Die sollte auf dieser Seite sein. Da sehen wir eine Tribüne. Aber mehr sehen wir hier auch nicht. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Oder kommen wir da hin, aber... Ich will mal gucken, wie weit man ja kommt. Schon ja, auf jeden Fall Formel 1 in Italien. Diese Aufnahmen widme ich K89, Max von Kölze Yu-Gi-Oh! Und René Brain, die angeblich ja, viel Formel 1 geben, die Formel 1 gut verfolgen. Und ja, ich stehe jetzt hier vor der Rennstrecke in Imola, Jungs. Ist das nicht was Feines? Ist schon ziemlich geil. Und vor allem zum ersten Mal Wolken in Italien, oh Gott. Aber wir kommen hier leider nicht weiter. Das ist wahrscheinlich irgendein Rennen, was wir nicht kennen. Also, aber da oben seht ihr es zum Beweis. Ich bin in Imola. Fast geschafft. Wir sehen schon wieder Wasser. Wir fahren gerade über eine größere Brücke, glaube ich. Ja. Ein Deich. Ein Deich. Und ja. 50 Kilometer vor Rimini? Nee, vor Venedig. Eigentlich doch. Rimini war gerade wieder im Gespräch, ob wir da wieder hinfahren. Aber nein, vor Venedig. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt auch noch Wasser, aber... Also beim nächsten Mal müssen wir uns ein Auto mieten, was größere Fenster hat. Größere Fenster, größer Fußraum wäre wahrscheinlich. Ja, das geht eigentlich. Ich schon. Für mich 2 Meter Menschen nicht. Ja. Ach, ist das schön hier. Es sieht vor allem alles ein bisschen neblig aus, oder? Oder täuscht das? Typisch für Italien, diese Roller. Überall. Roller links, Roller rechts, Roller vor und hinter uns. Hummeln. Ja, wir sind jetzt so gut wie in Venedig angekommen. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Und ich dachte, ich kann euch jetzt hier ein paar schöne Bilder zeigen, aber die kommen noch nicht. Patrick sagt, da kommt gleich eine Lagune, aber es ist wieder alles so gebaut, dass wir nicht wirklich viel sehen. Schade. Oder sehen wir hier irgendwas? Und ist halt wieder eine Brücke. Aber auch
Griechenland gekommen sind. Irgendwo da vorne seht ihr. Mal schauen, was man noch so sehen. Ach, hier neben uns noch ein Zug parallel. Den zieh ich ab. Der fährt so ungefähr 70, 80, wa? Ja, 75. Schick, schick. Und vor uns noch eine Straßenbahn. Alles hier mobil auf dieser Straße. Ja, wir haben es geschafft. Halb zwei in der Nacht zum Dienstag hin. Jungs sind fertig. Ich war wieder der Faulste, ich habe ja nur geschlafen im Auto. Venedig war wunderschön, wir waren zwar nur eine Stunde da, weil da gab es einen Parkplatz für 4 Euro die Stunde, wo du nur eine Stunde bleiben durftest. Und ja. Das stimmt aber auch nicht gut. Nee, es hat dann auch irgendwie ein bisschen angefangen mit Regnen, aber das Gröbste kam gar nicht runter. Das war echt glücklich, weil das zog irgendwie an uns vorbei. Venedig ist halt ganz lustig so anzusehen. Entweder gucken die Leute auf ihr Handy, weil sie sich navigieren lassen von Google, weil durch die Gassen findest du sonst nicht wirklich dich voraus und voran. Oder du guckst halt nach oben und siehst an den Mauern irgendwelche Straßenschilder, Hinweisschilder, wo es denn weitergeht. Ja, waren dann auf welcher Brücke, die berühmt ist? Die alte Brücke. Genau, und da war noch der Big Kanalkran, genau. Ja, gut. Was war halt so in einer Stunde in... Ach, ich bin nicht. Gut, jetzt sind wir in Salzburg. Unterkunft gefunden. Sieht gut aus. Ja, für 20, 22 Euro die Nacht oder so geht das. Ja, und morgen geht es dann weiter Richtung Heimat. Nochmal 4-5 Stunden, vielleicht auch 6 Stunden. Vielleicht gucken wir uns morgen auch hier noch die Burg an. Guten Morgen zum Dienstag, Leute. Wir sind auferstanden hier in Salzburg und fahren jetzt noch in die Innenstadt zum Mittagessen. Weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir werden das Auto bei 64 abgeben müssen. Und mal gucken, so ein bisschen Innenstadt Salzburg hat man ja zur ÖM nicht wirklich mitbekommen. Vielleicht kann man hier noch ein paar Meter laufen. Auf jeden Fall alles sehr verwinkelt, aber alles sehr gut restauriert. Schaut schick aus. Ja, unser Ausflug Salzburg nimmt jetzt auch ein Ende. Wir sind hier noch in der Tiefgarage, die einfach mal in so einen Berg reingebaut ist. Hier seht ihr es. Ist einfach mal krass. Ein Riesending. Direkt in der Altstadt. Und wir waren jetzt nach oben auf der Burg. Wie hieß die? Hohensalzburg. Hohensalzburg, ne? Und haben da, glaube ich, das teuerste Schnitzel aller Zeiten gegessen. Erstmal 10 Euro Eintritt pro Person, dass wir da oben uns das angucken können. Und dann in der Gaststätte nochmal 13 Euro plus Getränke. Ja, am Ende sind wir jetzt mit gut 90 Euro da raus, nur nach 2 Stunden. Aber gut, wir haben Urlaub, wie geht das? Ja, hier wird vorne klar das Navi eingegeben für die Heimfahrt Richtung Halle. Geschätzte 6 Stunden liegen vor uns. Lass einfach Halle und gut ist. Ja, ihr wisst das schon. Ja. So, was sagt's Navi an? Haus ist jetzt hier. Auf jeden Fall war es nochmal cool hier. Und mit dem Hostel hat auch alles geklappt. Das hat ja reicht für eine Nacht. Und 19.30 Uhr, perfekt. Wir müssen 19.30 Uhr das Auto abgeben, 19.30 Uhr sind wir da. Wir sind gut in der Zeit. Sehr schön, also los. Rückfahrt nach Halle. Wir haben hier noch ein paar Bilder vom Chiemsee, aber ich schalte meine Kamera zu spät ein. Oder können wir hinzu? Können wir noch was sehen? Nein. Ist zu spät, sorry. Naja, ist ein See, eine Autobahn. Leider keine Bilder für euch. Doch ein bisschen vielleicht jetzt. Und, ein bisschen. Seht ihr? Nee, seht ihr nicht. Ach, verdammt. Das Auto ist einfach zu klein für gute Aufnahmen. Wir nehmen den Fiat jetzt. So, und die Jungs, die sind am rumschimpfen, weil wir nicht vorwärts kommen. Wir kommen ja vorwärts, aber auf einer freigegebenen Strecke mit 80. Ja, das ist echt schade. Schlimmer als in Italien, ja. Naja, Autobahn ist ziemlich voll zum Dienstagnachmittag. Warum eigentlich? Das sind keine Ferien. Kannst du nicht machen? Nee, ich glaube... Jetzt bleib dahinter, Rubel. Du bleibst dahinter. Weh, du schärfst jetzt hier ein, dann knallst. Dann knallst. Ey, mal ganz ehrlich. Wie muss man sein? Du bist jetzt langsam gefahren, da ist aber rein vom Ferdi!
klassisch verfahren wie letztes Jahr, falsch abgewogen und wir sind wieder in München. Jungs aus dem letzten Jahr, ihr kennt's, wo sie hier noch irgendwo an so einer Seitenstraße Jubi gespielt haben. Könnte sogar sein, dass es die ist, wo wir gerade reinfahren. Guck mal, der nächste. Sollen wir uns gleich mal anstellen? Ja. Gut, jetzt müssen wir auf der A9 und dann geht's weiter. Oder machen wir eine Pause? Ist was, ich meine, diese Pause? Wir machen eine Pause, ist besser so. Diese Baustellen auf der Autobahn nerven ziemlich mit mal 80, mal 70, mal 60. Ja gut, machen wir ein Päuschen hier in München. Trinken wir ein schönes Augustiner. Gleich dabei. Nein. Soll alkoholfrei? Ja, nee, wir müssen weiter. Wir kommen schon so zu spät an, um das Auto wieder abzugeben. Tschüss München. Auch wie im letzten Jahr haben wir hier ein schickes neues Auto. Was ist es für ein Typ? Wahrscheinlich ein BMW, so aussieht. Und er ist leider gerade nicht mehr in Sichtweite. Doch, da ist er. Oh Gott, ich darf nicht so wackeln beim Zoom. Oh Gott, da ist er. Komm schon. Ja. Sehr cool. Schnittig. Probefahrt läuft. Mir scheint so, als ob wir heute einen Glückstag hätten. Hier ist schon wieder ein Erlkönig an der Seite neben uns. Aber jetzt überholt er gerade den LKW und von hinten hat man keine schönen Bilder. Schade. Warte ab dann. Wenn er so langsam fährt, da versucht er gerade auf Kilometer zu fahren, oder? Aus München kommt er. Und ist das, ja. Ist das der gleiche von vorhin? Ja, nicht quer von mir, sondern vom Auto von der Seite. Aber ja. Ist okay, mach quer von mir, dann sehen die Bilder anders aus. Da wären wir wieder zu Hause, liebe Leute. Ja, alles doch ein bisschen länger gedauert als geplant, aber dafür haben wir auch mehr gesehen. Wir waren ja heute noch einen kleinen Abstecher machen in München, aber auch nur ganz klein. Und sind sehr allgemein ruhig angegangen, indem wir heute Mittag noch auf der Salzburg waren. Und ja, insgesamt hat es echt Spaß gemacht die ganze Woche. Ich hoffe, euch haben die ganzen Videos auch gefallen. Auch wenn das nur ein bisschen amateurhaft gemacht wurde und keine Qualitätskontrolle und wahrscheinlich öfters mal was falsch gemacht, nicht so wie es geplant war. Aber gut, das war was jetzt Rimini und nächstes Jahr wieder, bestimmt. Tat einfach gut, jetzt die letzten drei Tage nicht ans Spiel zu denken, nicht ans Geschäft zu denken, sondern einfach ein bisschen Strand zu machen, ein bisschen feiern zu gehen, ein paar Leute kennenzulernen, ein bisschen was von der Kultur des Landes so mitzubekommen und ja, war auch im Endeffekt teurer, weil wir jetzt fast jeden Tag zweimal essen waren. Da geht halt ordentlich Geld drauf. Naja gut, so, ich packe jetzt hier meine Sachen mal aus, sortiere alles ordentlich ein und dann fängt morgen wieder meine Arbeit an. Macht's gut, euer Jens. Tschüss Berlin. Nee, ach, weil ich gerade Berlin gelesen habe.